deutschen Asiaten. Aber das wird sie nicht daran hindern, hier bei ihrem ersten Spiel in 2020 gegen den FSV Mainz 05 in Sachen Turnier, Teilnahmetreffen hier Welten aufeinander. HSV mit der 18. Teilnahme. Die Mainzer zum 8. Mal dabei. Hier in Lübbecke. Hamburger dreimal im Endspiel mit 2 Cup-Gewinnen. Die Mainzer einmal erfolgreich. Mainz 2015, die Hamburger zuletzt 2017, also vor 3 Jahren. Der letzte Sieger, bevor der erste FC Köln hier doppelt zugeschlagen hat. Hier der weite Ball. Erster Abschlussversuch hier für die Mainzer. Finn Bümker im Tor, der Hamburger. Eine starke Parade von Bümker. So, da haben wir die Spieler etwas weiter nach rechts. Da haben wir ganz rechts im Bild. Bastian Reinhardt, den würden ganz viele, denke ich, noch kennen. Einer der prominentesten Trainer hier. Da wieder zu sehen. Ball ja auf der Linie geklärt. Bastian Reinhardt, 166 Bundesligaspiele, 123 Mal in der zweiten Liga, 4 Mal Champions League. Und den Fakt habe ich letztes Jahr schon gebracht. Die 4 Mal Champions League von Bastian Reinhardt waren mit dem Hamburger Sportverein. Wenn Kinder zuhören, ja. Hamburg hat mal Champions League gespielt. Also, ganz prominenter Name hier. Dabei in Lübbecke. So, nächste Möglichkeit. Pedro Gomez dos Santos. Und hier der Dribbling-Versuch. Mainz gewinnt den Ball, stürmt jetzt Richtung Tor. Brian Gruder mit der 13, das ist der Kapitän der Mainzer. Schiedsrichter bin ich euch noch schuldig. Christoph Gerling vom VfL Frohtheim, 30 Jahre jung. Mit seinem ersten Turnierauftritt hier in 2020. Satter Schuss. Leon Krönert hat man Maß genommen. Daumen, die 15. Bei Mainz. Zur Führung
für den Tabellenzweiten der Regionalliga Nordwest. Ach, Südwest, Entschuldigung. Aber dann haben wir den Ausgleich. Jetzt habe ich die Mainzer schon in den Norden gepackt. Guten Morgen. So, Treffer. Elia Chisei. Mit dem Ausgleich für die Hanseaten. Er übrigens Nationalspieler. Gerade in La Manga mit gewesen. Im Trainingslager der U16 Nationalmannschaft. Also die Mainzer Tabellenzweiter der Regionalliga Südwest. 37 Punkte in 16 Spielen. 46:16 Tore. Also sie ballern. Sind da punktgleich mit dem ersten FC Kaiserslautern an der Tabellenspitze. Erfolgreiche Saison bisher für die Mainzer. Auch in Hamburg kann man zufrieden sein. Regionalliga Nord, Tabellendritter. 31 Punkte nach 15 Spielen. So, jetzt der lange Ball. Klasse, runtergenommen, runtergepflückt. Die Möglichkeit für Luka Butkovic. Technisch wunderbar gemacht. So, nächster Angriff für die Hanseaten, die jetzt druckvoller agieren. Fühlt gerade etwas näher an der Führung als die Mainzer. Das ist jetzt der Vergleich, wer gerade die Mühlengrasauswahl gesehen hat. Also hier wird schon deutlich mehr mit längeren Bällen von hinten rausgearbeitet. Das, was ich vorhin beschrieben hatte. Mainz jetzt hier wieder im Aufbau. Mutig mit dem Keeper. So, jetzt überspielt, jetzt der Ball gut gespielt. Das war spielerisch befreit. Das ist eigentlich das, was wir auch viel lieber sehen wollen. Klasse rübergespielt, toll verarbeitet, dann der Abschluss in die obere Etage. Nicolas Engels, der übrigens auch Nationalspieler für Deutschland. Also wir haben mal so einen kleinen Rundumblick gemacht, das ist schon toll, welche Qualität auch die einzelnen Mannschaften mitgebracht haben. Wir haben ganz, ganz viele Nationalspieler hier in Lübeck auf der Platte. So, jetzt scheint es eine Karte zu geben. Mal das Einzelgespräch. Christoph Gerling erklärt da Tommy Nguyen, was da schief war. Ich habe es nicht erkennen können. Oh, Brian Gruder wird noch mal gerade erklärt. Der Rückpass wäre fast schief gegangen. Druck jetzt aber hoch.
Eldridge, Adubordia da, die 4 vom HSV. Gekämpft um jeden Ball. Nächster Abschlussversuch, nächstes Mal in die obere Etage. Mainz braucht noch etwas Zielwasser. Die meisten Abschlüsse gehen da irgendwo nach oben. So, Hamburg greift an. Hamburg greift an. Weiter 1:1. Starke Parade von Finn Bömker. Da muss er mal eingreifen. Pfostentreffer. Jetzt Mainz wieder etwas im Übergewicht. Es ist wie so ein Ringerwettkampf hier und mal schlägt zu einer wieder zur anderen Seite aus. Jetzt gerade die Mainzer wieder am Drücker. Also sehr ausgeglichene Partie. Mit guten Phasen für beide Mannschaften. Und jetzt ist es aber Bömker, der seine Mannschaft hier im Rennen hält. So, jetzt die große Möglichkeit zum Konter. Kommt er noch ran, da kommt er ran! Ein Rallye-Tor! Den hat er nochmal zur Sicherheit rübergedrückt. Emanuel Apia, klasse gemacht. Also, Spiel gedreht vom HSV. Mann, gut gemacht von Aki Koch im Tor der Mainzer. So, Hamburg wieder mit Druck. Da haben sie wirklich einen guten Zugriff. Immer wieder diese Balleroberung da, weil Mainz ist auch sehr mutig löst. Aus Trainersicht im Jugendbereich genau richtig, die Jungs Fußball spielen zu lassen, ihnen erlauben, auch Fehler zu machen. Kann für die Entwicklung nur gut sein. Nächster Schussversuch. So, Mainz kommt nochmal. Schaffen die noch den Ausgleich? 30 Sekunden auf der Uhr. Jetzt die Kontermöglichkeit, aber klasse verheidelt nochmal von Koch. Wieder der Ballgewinn an Hamburg, extrem griffig, jetzt die große Möglichkeit und die Entscheidung. 3:1 für den Hamburger Sportverein. Müsste Laia Cisai gewesen sein mit dem Treffer. Also, der Hamburger SV gewinnt sein Auftaktspiel mit 3:1. Und wir sind gleich zurück mit Werder Bremen gegen Eintracht Frankfurt. Bis gleich.